Witzig, ne? Also, Emmy macht. Was? Emmy macht Zeichen, also kleine Wortspiele. Denn es geht um Scene. Scene, hast du das erklärt? Ich muss das mal machen. Weil Scene ist eine tolle App, mit der man aus einem 2D-Objekt eine dritte Dimension hinzufügen kann, Emmy. Na klar. Du machst, mach mal. Ja, nee, indem du etwas so fotografieren kannst, wie es wirklich aussieht. Eben 3D. Ja, aber du machst ja Fotos. Ich bin 2D. Ich bin 4D, Emmy. Du bist 7D. Ich bin Doppel-D. Ja, klar. Pass auf, mach doch mal ein Foto. Okay, also ich, man kann erstmal. Okay, mach, ich, mach du. Nee, wie du meinst. Gut, ich mache mal ein Foto. Ja, mach. Emmy, du so. Kannst. Pass auf, was du jetzt. Was ich jetzt machen muss, das ist etwas schwierig, nämlich. Ja, aber es ist einfach eigentlich. Okay, ich zeig dir, dass es nicht so einfach ist. Ich darf mich nicht bewegen. Siehst du, da steht nämlich immer, man muss es ganz langsam drehen. Ja. Und am besten mit beiden Händen festhalten, sonst steht da immer keep it stable. Ja, bist du auf 1 oder 2? 2. Ja, keep it stable. Weil Emmy probiert jetzt aus verschiedenen Blickrichtungen Fotos von mir zu machen. Es müssen verschiedene Winkel sein. Try again. Ich habe es gestern nicht versucht, stimmt. Und es ging. Du bist auf 1, ne? Nee, auf 2. Pass auf, ich probiere jetzt nämlich gleichzeitig. Du kannst es wieder, ne? Ich probiere einfach mal. Ich probiere es einfach mal, Emmy. Ich probiere es einfach mal. Was machst du denn? Crazy Fotos, Emmy. Ich versuche. Okay, darf ich jetzt mal? Ja, probier mal bitte. Bleib bitte was stehen. Was mache ich denn falsch? Du musst nichts machen. Du musst einfach nur. Guck mal, wie was das bei du, mir. Was machst du anders als ich? Mach's hier mit, bitte. Nee, Emmy. Bitte. Nee. Erklär's mir doch mal bitte. Nee. Hin fort. Was? Ich zeig dir das jetzt, wie das aussieht. Nein, ich möchte wissen, wie du es gemacht hast. Ah, guck mal, ist aber ein kleiner Fehler auch drin. Siehst du? Ich habe nämlich, am besten macht man die Fotos, ein Frontalfoto, ne? Und man sieht so jetzt so kleine, so ein Dithering, glaube ich, heißt das im Hintergrund, dass einfach die Ebenen nicht miteinander richtig verknüpft wurden. Und wenn man jetzt das Telefon so ein bisschen hin und her wedelt, beziehungsweise kann man auch mit der Maus machen, dann kann man 3D-Fotos machen. Darf ich mal mit deinem Telefon? Ja, bitte. Also, so. Emily, bitte. Mach doch nicht so. Mach doch nicht so. Move around the subject. Ah, warte, Glück. Nicht bewegen. Warte mal. Aber das kann sein. Was ist mit meinem Telefon dann, ne? Es kann sein, dass das vielleicht einfach ein Bedienerfehler ist. Ja, ohne Scheiß, ist wirklich ein Bedienerfehler. Ich probiere mal so, vielleicht kriege ich so. Was heißt das, ein Bedienerfehler? Dass du es nicht kannst? Nee, dass der Besitzer des Telefons nicht kann. Probleme hat. Ganz einfach so. Nee, bei dir geht es leider nicht, Emmy. Komischerweise. Du hast ja, bei mir hat er das automatisch erkannt, ja. Ne? Man muss einfach so. Nee, okay. Bei mir geht es ohne Probleme, haben wir ja gerade eben gesehen. Ja. Und diese Fotos sind ja keine Fotos im klassischen Sinne, sondern das sind ja 3D-Objekte. Mhm. Und diese 3D-Objekte kann man nicht so einfach als Foto verschicken. Du sondern kannst ja abspeichern, genau, und dann kann man die schon teilen. Genau, und für die Abspeicherung braucht man Login. Ne? Und was wir jetzt gemacht haben, wir haben einfach die 3D-Funktion ausprobiert. Funktioniert super, wenn man das hochladen will auf die entsprechende Cookie. Kann man auch ein bisschen optimieren halt. Am besten noch mit dem Stativ machen und. Es gibt auch Gangnam Style. Und weißt du, was Scene auf Kroatisch heißt? Mir völlig egal. Sohn. Scene, kostenlos.